Hallöchen und Servus Leute, herzlich willkommen heute zu einer Mod-Vorstellung vom Steyr CVT 6230 vom XX Danny XX. Urmodder ist der Chebulcheck. Kennt man sicherlich, namhafter Name. Ja, Freunde, vor uns mal wieder oder selten eigentlich schon gesehen, denn Steyr 6230. Es gab mal einen, nur der war nicht so direkt freigegeben, sagen wir es mal so. Jetzt haben wir also einen Mod mit Freigabe komplett, ich sag mal in Anführungszeichen, legal und mit Freigabe perfekt umgesetzt, kann man sagen, das Ganze. Das Ganze ist kompatibel und, ja, wird benötigt eigentlich, um wirklich den vollen Nutzen draus zu ziehen. Der Hardpoint Extension Mod von Vertex Design, der steht da drüben, das ist ein platzierbares Objekt und das würde ich euch empfehlen runterzuladen. Einfach in den Mods reinzupacken, denn damit könnt ihr halt wirklich die letzten Upgrades bei dem Teil vornehmen. Preislich liegen wir hier bei 185.200 Euro. Die Leistung beträgt 270 PS. Ich denke mal, das ist einfach maximale Leistung. Und wahrscheinlich die Nennleistung sind 230 PS oder so um den Dreh. 85 Euro Unterhaltskosten. Ein sehr schönes Logo, ein sehr schönes Bild. Das kenne ich schon aus dem LS13. Das ist auch verwendet worden. Das sieht man. Ja, optisch wirklich ein sehr, sehr schönes Gerät. Die Felgen, Reifen finde ich eigentlich fast am schönsten. Sind nicht die Standardreifen, also die hier dabei sind, sondern die sind schon vom Hardpoint ein bisschen geupgradet worden. Genauso wie hier diese Radgewichte normal nicht dabei sind und ein paar Sachen, die innen dran sind. Der Rest sieht super aus, sieht wirklich super aus. Die Felge, selten, dass man hier mal sieht, dass die Achse so zentral, so mittig verläuft. Ja, auch hier vorne an der Schnauze haben wir hochauflösende Scheinwerfer. Das CVT sieht super aus. Das Steyr-Logo ist also sowas von scharf. Verdammt, Alter, ist das brutal. Und das 6230 Ecotec, das ist eine Auflösung, Freunde. Das habt ihr selten gesehen. So eine Auflösung habt ihr selten gesehen. Die ganzen Scheinwerfer, Mann, Freunde. Ja, bist du bekloppt. Auch das Nummernschild lässt sich hier zulassen, ebenso die, den Auspuff kann man hier mit Chromverkleidungen anbringen. Sieht man auch, das ist der Wahnsinn. Also auch das Dach formmäßig sieht super aus und insgesamt ein wirklich ein tolles Teil. Steigen wir mal ein. Eventuell ist die Standardkamera ein bisschen nah dran, muss ich sagen. Wenn man einsteigt, die könnte noch ein bisschen weiter weg sein. Ansonsten, der Sound ist, denke ich mal, aus dem Standardspiel. Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten. Oh, vorne mit der Taste A. Ah, Taste 4, Num 4, Num 5 und... Ach, es gibt nochmal welche und zwar nochmal Fernlicht. Num 6, also 4, 5, 6 lässt sich hier alles machen. Hätte ich jetzt nicht geglaubt. Blinker natürlich auch mit vorhanden. Absolut top. Und auch die Rundumleuchten standardmäßig. Ja, Freunde, und das war's an sich eigentlich auch schon, was es an diesem Traktor zu zeigen gibt, bis auf die geniale Optik. Der Unterboden ist auch wieder relativ gut gemacht worden, also mit vielen Details. Ansonsten würde ich mal sagen, dass ein großer Teil auf dem Standardmodell basiert. Jetzt kommen wir wirklich zu dem Punkt, wo wir sagen, ist die Lok fehlerfrei? Ich habe gelesen, dass sie fehlerfrei ist, also hier sehe ich auch nicht das Gegenteil, sie ist fehlerfrei. Es gibt ein paar Sachen, die ihr selber ankreidet, die noch zu verbessern sind. Es handelt sich hier um eine Version 0.9 Beta. Eine 1.0 wird irgendwann kommen, nur derzeit nicht, weil er wenig Zeit hat, der Modder schreibt da. Ja, also zum Beispiel geplant sind, was heißt Fehlerbehebung? Die Frontladekonsole soll über Hardpoint zusätzlich kaufbar sein. Feinheiten an der Textur, ich finde, die sind eh schon genial. Also die Textur ist schon brutal gut, also zumindest hier oben. Den Rest, okay, ist LS15 Standard. Wackelt anscheinend, wenn man ihn anlässt. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Schauen wir nochmal an. Also bei mir wackelt er gar nicht. Aber absolut gar nicht, Freunde. Ja, Innenansicht, auch ganz spannend. Hier oben gibt es ein Funkgerät. Das ist kaufbar. Das haben wir uns gerade dazu gekauft. Ihr seht gleich, wenn es verkauft ist. IC-steuerungsmäßig haben wir natürlich auch noch hier einige Funktionen. Die heißen Konsole, Lenkkonsole, öffnen, schließen, im Prinzip hochklappen, runterklappen. Linke Tür lässt sich aufmachen.
Die Heckscheibe lässt sich aufmachen. Und dann auch noch das Dachfenster lässt sich auf und zu klappen. Und das war's an den Funktionen her. Also das, was über die IC-Steuerung möglich ist. Ja, optisch, guck dich mal an. Die Beleuchtung, finde ich, ist der Wahnsinn. Schön orange beleuchtet mit Drehzahl und kmh-Anzeige. Allerdings, ihr seht wirklich, übers Terminal wird die kmh-Anzeige angezeigt. Die Geschwindigkeit, sowohl auch die Drehzahl. Verbrauch in Litern wird auch angezeigt. Alles über das Terminal. Vorne an der rechten Konsole, wo ihr das Orange seht, da wird diese 0,0 werden nur angezeigt, wenn man das Licht einschaltet. Die Beleuchtung ist übrigens super, also es sieht wirklich super aus. Alles wird beleuchtet. Hier oben steht sogar Chapelcheck Modding als Anrufer Incoming Call. Ja, hallo, ich bin's, der Chapelcheck. Ich rufe mal an hier. Wie sieht's denn aus? Ja, richtig geile Geste, muss ich sagen. Spiegel funktionieren einwandfrei, von außen sieht man sie nicht. Auch hier die Arbeitsscheinwerfer, Mann, die sind echt in einer sehr guten Qualität. Wir haben hier einen Wunderbaum, also einen Duftbaum, sage ich mal, Duftbäumchen. Margarita steht dran. Na, bin ich mal gespannt. So, Freunde, mit Y könnt ihr hier die Werkstatt betreten und dann habt ihr hier mehrere Sachen. Fangen wir von unten an. Ein Funkgerät für 225 Euro. Kann man sich kaufen und wieder abbauen. Das geht man hier, drückt man hier hin, dann drückt man auf Kaufen anbauen, dann ist es gekauft, dann muss man noch auf Teil anbauen gehen und schon habt ihr das drin. Beim Wunderbaum genau dasselbe. Für 3 Euro ist sogar realistisch. Dann haben wir hier den Auspuff, da haben wir ein Auspuffrohr mit Chrom. Also es sieht meiner Meinung nach optisch jetzt nicht so krass aus, aber es sieht von der Distanz her richtig schön aus. Dann gibt es Radgewichte, Felgengewichte für 2850 Euro. Die werde ich jetzt hier mal zum Beispiel abbauen. Ihr seht gleich, dass das funktioniert. Und jetzt haben wir drei Bereifungen. Wir haben die Standardbereifung, Breitreifen, also 6000 kostet die Standardbereifung, 9375 die Breitreifen und Terra-Bereifung ist halt wirklich extrem breit. Die kostet gleich 12.000. Also schauen wir uns das Ding mal an. Ihr seht hier die normale Bereifung und die ist halt wirklich, naja, normal, schmale Reifen. Nicht so bullig, das sind die normalen Trelleborg-Reifen. Passt, ja, ist in Ordnung. Aber das Wahre kommt erst jetzt, wenn man hier wirklich die Breitreifen sich anbaut. Denn dann sieht das Ding auf jeden Fall weitaus bulliger aus und auch richtig ordentlich. Ich finde, die Reifen sind eigentlich perfekt für das Modell. Und jetzt könnte man noch die Terra-Bereifen kaufen und die sieht dann einfach mal so aus. Die Felgen sind von, die Reifen sind von Michelin. Auch sehr schöne Reifen, ich finde es allerdings zu grau, nicht so schön schwarz. Aber es sind halt Mordsschlappen. Ich finde die, jetzt muss ich gerade drauf schauen, die sind gar nicht so viel breiter. Also doch sind sie schon, die sind nochmal ganz schön breiter. Von vorne täuscht das, aber von hinten gucke ich mal die Schlappen an. Das ist ordentlich was, Freunde. Wahnsinn. Halleluja. Also ihr seht, diverse Möglichkeiten hier. Was anzubringen, was abzubauen und so weiter. Ich habe das selber bisher noch nie gemacht, deswegen finde ich es gerade so geil. Diese Hardpoint-Sache ist wirklich absolut genial. Ihr seht jetzt, der Chromaufbau ist weg am Auspuff. Jetzt bauen wir ihn mal wieder an. Und schon ist er wieder dran, der Chrom-Auspuff. Ah, das sieht schon echt schön aus. Dann haben wir noch den Wunderbaum können wir natürlich auch entfernen und auch das Funkgerät. Und ihr werdet sehen, wenn wir jetzt hier oben rechts schauen, ist kein Funkgerät mehr da. Jetzt kaufen wir das Ding einfach wieder und dann sollte das Funkgerät wieder da sein. Ja, traumhaft, Freunde, natürlich ist es da. Also, für mich gibt es hier volle 5 Sterne wegen der Ausbaufähigkeit, wegen den Funktionen. Natürlich kann man noch ein paar mehr Funktionen machen, wie Doppelreifen, Wandtafeln und so weiter. Das ist alles optional, das wird aber nicht als negativ angerechnet, wenn das fehlt. Das ist einfach nur meine Empfehlung. Um das Ding einfach noch geiler zu machen. Ich finde es super, dass es ein so schönes Steier hier gibt mit einer dermaßen geilen Qualität. Freunde, das Ding wird man auf jeden Fall auf der Bindelbach beim neuen Projekt in 1-2 Monaten sehen. Ganz sicher, da sammle ich derzeit eh schon fleißig Mods. Das Ganze ist natürlich auch waschbar. Ja, und damit würde ich mich eigentlich verabschieden von euch, Freunde. Schöne 9,5 Minuten. Macht's gut. 5 Sterne einwandfrei Mod. Vielen Dank, Danny. Richtig geile Arbeit. Und einer der besten Traktoren, die in letzter Zeit rausgekommen sind, ist definitiv dieser Steier. Das war's von mir. Macht's gut. Ciao und viel Spaß mit dem Ding. Tschüss.